Hallo, meine lieben Zuschauer, und willkommen zu einer Map-Vorstellung in Minecraft vom lieben The Snowman 31415 oder 31415, je nachdem, wie man es nimmt. Ja, er hat eine Map gebaut, und zwar Snow Headquarters. Snow für eine Welt, in der wir gerne leben. Ja, ich denke mal, ne? Man sieht schon ein bisschen von hier. Es hat irgendwas mit Schnee zu tun. Und da vorne sehen wir das Gebäude auch schon. Aber ich würde sagen, ich laber hier nicht wirklich viel. Wir gehen einfach rein. Ich stelle mal kurz die Sounds ein bisschen leiser. So. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Alle Geräte funktionieren einwandfrei. Oh Gott. Dies geht an alle Familien. Morgen ist in Snowlands Familientag. Nee, da hat wohl jemand einen Fehler gemacht. Der Mitarbeiter, der behauptet hat, es gebe einen Familientag, wird sofort entlassen. Also, ich sag jetzt schon mal größten Respekt, Alter. Boah. Das ist ja so eine richtig geile Anfangssequenz. Yo. Also, sowas hätte ich nie im Leben hinbekommen. Also, erstmal wirklich großes Lob dafür. Und auch die Sounds und alles, oh, wunderschön. Ja, dann sind wir jetzt bei diesem Snow Headquarters Gebäude. Hier ist es gerade Nacht, aber das sollte uns nicht stören. Haben wir hier einen kleinen Parkplatz mit einem Auto? Ja, okay. Übrigens, es gibt hier ein world-spezifisches Texturenpaket, deswegen haben wir hier, glaube ich, auch eine Schneeflocke als Mauszeiger. Ja, gehen wir mal rein. Gruselige Geräusche bleiben draußen. Okay. Ja, so können wir auch rein. So. Willkommen in den Snow Headquarters. Dankeschön. Denn? Oh, okay. Oh, wir haben jetzt eine blaue Hose an. Nice. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. Was haben wir denn hier so Schönes? Oh, selbstgemachte Stühle. Cool. Auf jeden Fall. Was steht hier? Beschwerdeformular. Ah ja. Oh, ich habe automatische Springen aus geil, an. Dankeschön. So, Oje. Steht hier? Ah ja. Interessant. So. Okay, was haben wir hier? Rechts sieht's noch. Dies geht an alle Mitarbeiter. Da sich einige Personen über die Arbeitszeiten beschwert haben, wurden diese um 500% erhöht. Ja, natürlich macht man das so, ne? Man beschwert sich über die Arbeitszeiten und schön hochdrehen hier. Was haben wir denn hier so? Webseite von Snow. Oh, Website-Broschüre. Klicke hier für die Website. Ja, okay. Können wir uns später mal angucken. IFT 2028. Ah ja, okay. Erste Vorladung des Gerichts. Was haben wir hier? Vorladung. Das soll im Glaskasten bleiben und gut aussehen. Nimm in deiner. Sei denn, du machst einen Test auf den Teststrecken. Bienenausgabe. Okay. Ein Test auf den Teststrecken. Ja, mal gucken. Was ist das hier? Song von Snow at the Timeline.
Also die Musik ist auf jeden Fall echt laut. Das sollte, glaube ich, etwas besser sein. Nee. Ist immer noch lauter als ich. Das ist nicht so gut. Machen wir mal auf 50%, auch wenn wir alles auf Maximum machen sollen. Dann hört man ein bisschen besser. Wunderschön, aber ja. Weiter geht's. Sagen wir mal so. Trophäe aus einem Unternehmen, welches durch die Snowfinches pleite gegangen ist. Ah ja. Okay. Hier ist irgendwelche Technik. Hier ist eine Leiter. Gehen wir mal hoch. Oh, ich finde das schön, dass hier so Partikel rauskommen. Erster Testversion? Sag mal, Snowman, das ist aber grammatikalisch nicht richtig, ne? Erster Testversion. Das habe ich einfach mal übersehen. Okay, merkwürdig. Oh Gott, Dies Alter. geht an alle Mitarbeiter. Da sich einige Personen über die Arbeitszeiten beschwert Ja, das haben, hast du gerade schon wurden diese um erzählt. 500% erhöht. Ja. Haben wir gerade schon mitbekommen. So, was haben wir hier? Ganz viele Lampen. Ja, gut. Die sind, glaube ich, nicht so wichtig. was steht hier noch? Nachts leuchten hier die Sterne. Ah, das ist gerade Nacht. Das ist ja okay, das ergibt irgendwie Sinn. Was ist das hier hinten? Raketenabschussrampe. Geschlossen. Brandgefahr. Also immer rein in die gute Stube. Machen wir später. So, dann gehen wir mal hier runter. Snow. Yay. Okay. Ah, okay. Ich hätte den Fahrstuhl vielleicht nicht so gemacht, sondern haben wir es jetzt gemacht, auf den eine Schalkerbox und muss gerade überlegen. Haben wir es jetzt da auf eine Schalkerbox und ja gut, mal hinsetzen soll man sich auch nicht können, ne? Dann einfach jedes Mal, wenn der Block ganz runtergegangen ist, für kurze Zeit dort per Setblock-Befehl vielleicht eine stabile Plattform hinmachen. Aber naja. Beschwerdenformular. Ah, hier war ja Briefe vom Gericht, die bald geschreddert werden. Wichtige Nachricht. Gericht von Europäer. Ah ja, sehr geehrte Vertreter, sind Sie fällig geworden? Durch Ihre seltsamen Produkte sterben Menschen. Sie waren sogar schon damals schuld daran. Dass der halbe Menschheit Coronavirus gestorben ist. Also, wie schaffen wir? Jetzt wissen wir, woher Corona kommt. Was macht das hier? Ach, wahrscheinlich den Fahrstuhl. Ja, gehen wir mal weiter. Ich merke gerade, ich habe was vergessen. Augenblick. Ja, mecker nicht rum. Ich weiß, dass ich zu schnell bin in der Welt. Achtung, dies ist eine Nacht mit der höchsten Prioritätsstufe. Ja. Für den Hauptcomputer soll ein Windows 10 Update heruntergeladen werden. Aha. Der Start des Updates ist nun 3 Stunden her. Die Prozentzahl des Updates beträgt nun 12%. Wir bitten einen Snowlabs-Techniker sofort zum Hauptcomputer. Wow, nach 3 Stunden erst 12%. Nice. Wo ist denn hier dieser besagte Computer? Würde ich ja gerne mal wissen. Geht's hier zu Computer? Teststrecken. Können wir gleich mal machen. So, was haben wir hier? Kern entladen, Kern aufladen. Frage ist ja natürlich, ob er es jetzt entlade, alles kaboom macht oder auch nicht. Deswegen fasse ich da mal gerade noch nichts an, sondern wir gehen erst hier rein. Snow, Kika, Erkennungskarte. Perfekt. Ich höre eine Katze miauen. Oh. Snow Radio. Ah ja.
Gesehen, irgendwas. Ah ja. CEO des Snowman. Warte mal, wie hat er. Oh, cool. Ui, das ist schön gemacht. Mitarbeiter feuern. Oh, hier fliegt man aus der Welt. Ja. Natürlich kann man sich aus selber feuern. Panikmodus, Panikmodus, Panikmodus deaktiviert. Panikmodus aktiviert. Anlage wird mit Neurotoxin geflutet. Nein, das ist das falsche Spiel. Anlage wird mit Bienen geflutet. Mit Bienen? Moment. Oh, gar nicht lecker hier. Sind jetzt. Oh, lol. Okay, ich schalte das mal ganz schnell aus. Das fängt nämlich an zu lernen. Sind die Bienen jetzt alle tot oder? Nice, Alter, nice. Kriegen wir jetzt auch wieder Strom? Das wäre schön. Jetzt einfach hier alles voller Bienen ist. Das ist so dumm. Hier war doch irgendwas. Ah. Beleuchtung. Beacons 1. Kennstufe aktuell. Okay. Ah. Okay. Ah ja. Das ist geil gemacht. Jo, das ist ja mega geil gemacht. Ja, alles voller Bienen ist. Wieso? Wie kamst du auf sowas? Ja. Ich mach mal hier. Ne? Oh. Anscheinend gibt es ein paar bisschen Geflackere. Cool, Alter, mega geil gemacht auf jeden Fall. Slash Stop Sound machen wir mal hier. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Ach, Liebste an Ansage. alle Familien. Morgen ist in Snowlands Familientag. Hattest du das schon mal? Steht hier. Ja. Guck nochmal nach. Der Mitarbeiter, der behauptet hat, es gäbe einen Familientag, wird sofort entlassen. Wait. Gigantisches schwarze Loch saugt das alles aus hier. Energiekern plus eine Stufe aufgeladen. Ach du Heiliger. Joe Tube. Okay. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Nicht copyright-geschützte Version von Never Gonna Give You Up wird abgespielt. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ernst gemeint war, dass es nicht Copyright dass es Copyright geschützt ist. Warte mal, was sagt er? Nicht Copyright geschützt. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Nicht Copyright geschützte. Gut. Dann können wir die anhören. Warum, ey? Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Ey. Ist so geil. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Wie viele Stufen hat der Cannon noch? Sorry, dass ich gerade drüber lachen muss, aber. Ja. Ah, Gott, ja. Nice auf jeden Fall. Energiekern plus eine Stufe aufgeladen. Ja, Radio ist gut. Energiekern
Ah, Ansage. Na, Katze. Geh mal hier raus. Na, klar, vollständig aufgeladen. Alle Geräte funktionieren einwandfrei. Wow, jetzt haben beide gleichzeitig geredet. Das heißt, ich weiß nicht, was er jetzt gesagt hat. So, Besprechungsraum. Ah ja. Da gehen wir nochmal hin. Aha. Snow, Bildschirm aktiv. Kann ich den noch deaktiv? Deaktiv. Hm, ist klar. Global News. Gesundheit prüft Forschungsinstitut in Wald bloß eine Anlage der Ausbeutung. Ah ja. Okay. Gut zu wissen. Subject closed. Storyteil. Die Frage ist, wo beginnt die Story? Ist die schon in dem Teil davor? Also, Snowman, wenn du das hier wahrscheinlich anguckst, würde mich mal interessieren, ob die Story in den Teilen davor war oder ob die hier anfängt. Weil, hier habe ich ja jetzt gerade, sag ich mal, nix. Miau. Oh, bin ich denn? Achso, hier bin ich. Ja, gut, dann gehen wir mal runter und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Teststrecken hier. Da vorne. Achtung, laut. Hallo Testobjekt und oder Mitarbeiter des Unternehmens, die freiwillig zu dieser Teststrecke gemeldet hat. Ja. Heute testen wir, was wirklich versteckt. Du musst durch diese sechs völlig ungefährlichen und nicht tödlichen Teststrecken, damit wir sehen können, ob du für diese Welt geeignet bist. Im ersten Test musst du einen Knopf finden. Das wird ja gerade noch drin sein. Ja, ja. Danach musst du einen sehr simplen Parcours machen. Mhm. Wenn du herunterfällst, fällst du in eine sehr warme Flüssigkeit, die wir aber zum Glück noch nicht als Lava eingestuft haben. Deswegen können wir rechtlich gesehen nicht belangt werden. Oh, das ist ja gut. Test Nummer 3 gibt es Pfeil und Bogen. Mal sehen, wie du zielen kannst. Der vierte Test beinhaltet ein Labyrinth, aber uns ist das Budget ausgegangen, deswegen ist es sehr einfach. Ah ja. Sau Spaß zu haben. Achtung, dies ist eine Nacht der höchsten Prioritätsstufe. Für den Hot Computer soll ein Windows 10 Update werden. Der Start des Updates ist nun 3 Stunden her. Die Prozentzahl des Updates beträgt nun 12%. Wir bitten einen Snowlabs-Techniker sofort zum Hot Computer. Eine kleine Chance besteht, dass du hier nicht mehr vorbeikommst. Möge die Wissenschaft mit dir sein. Disclaimer, das Hören dieser Nachricht verpflichtet zur Teilnahme an den Snowtest. Kritik, ich würde vielleicht testen, ob gerade ein anderer Sound abgespielt wird, weil, wie du jetzt vielleicht gemerkt hast, wurden beide Sounds gleichzeitig. Und das ist, nicht so schön, sagen wir es mal so. Weil man halt wirklich nicht versteht, was da, ne? Ich habe nur teils das hören können, was er zu den anderen Stages gesagt hat. Ja. Das würde ich irgendwie nochmal ändern. So, hier sollen wir einen Button finden, hat er gesagt. Hatte ich den weißen Beton schon immer? Hallo? Ist hier was? Aha. Ja. Ah ja. Keine Eigenwärme. Ja, Eigenwärme, sag ich schon. Hier sind so Lücken. Aha. Ja gut, ne? Aha. Interessant. Und ja, im Parcours, wisst ihr, bin ich nicht so. Hallo? Also, ja, schon eine Frechheit. Oh. Kann ich abkürzen, ha? Wo muss ich denn? Ah, nach da, okay. Gut. Oh Mann. Achtung, dies ist eine Nacht mit der höchsten Priorität. Und die Nachricht kam jetzt schon dreimal. Für den Computer soll ein Windows 10 Update heruntergeladen werden. Der Start des Updates ist nun 3 Stunden her. Die ja. Prozentzahl des Updates beträgt nun 12%. Wir bitten einen Snowlabs-Techniker sofort zum Hauptcomputer. Das war irgendwie,
Bin ich gerade irgendwie zu inkompetent? Dankeschön. Easy. Ah, ja. Einfaches Labyrinth, hat er gesagt, ne? Weil die Dings ausgegangen sind. Weil ihnen das Geld ausgegangen ist. Ja, easy. Gehen wir mal hier runter. Wo geht's denn hier hin? Die anderen Stages habe ich jetzt... Stages habe ich jetzt nicht gehört. Moin, Schweinchen. Habe ich irgendwie Karottenroute oder so? Ah ja. Ja, so geht's natürlich auch, ne? So, warte mal. Wo müssen wir denn überhaupt hin, ist die Frage. Dahin. Wow. Ich weiß ja nicht, ob das so beabsichtigt war, aber, sagen wir es mal so, das war sehr, sehr, sehr einfach zu cheaten. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei. Wie viele Items werden gedroppt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun. Definitiv neun. Danke für die Teilnahme an den Zwischentests. Sie werden jetzt entfernt. Wir wünschen noch einen angenehmen Aufenthalt. Ha. Was für entfernt? Ich stehe doch hier. Ha. Also, falsch, 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 falsch. Falsch, falsch, falsch. Danke für die Teilnahme. Na toll. Dieses Weihnachten der höchsten Priorität. Wir hatten wir gerade auch schon. Mein Computer soll ein Windows 10 Update heruntergeladen werden. Der Start des Updates ist. Ich werde automatisch in Überlebensmodus gesetzt, ist klar. Die Prozentzahl des Updates beträgt nun 12%. Wir bitten einen Snowlabs-Techniker sofort zum Hauptcomputer. Ich weiß ja nicht, ob du nur zwei Ansagen hast, aber. Nee, ist ein bisschen... Naja. Gut, dann gehen wir mal weiter. In den Reaktorraum gehen wir mal noch nicht. Hier waren wir noch nicht drin. Wo geht's denn hier rein? Forschungsblock 1 in Tesla. Oh, fuck, Alter. Ah, ja. Game of Thrones geht ja nicht mehr. Das meint er in Tesla wegen dieser... Alter, was passt auf den Dingern? Das ein Blitzabschlag in einen Menschen vermutlich tödlich. Ey, in der Leiter habe ich das an meinen Assistenten ausprobiert. Ja. Der Tesla, der war wohl ein bisschen komisch. M. Curie. Was ist das denn hier? Während einem wäre ich meine Mittagspause. Ist meine. Aha. Wer mein Raum kommt, wird sterben? Testen wir mal. Ja, lass mich raus. Mal, probieren wir mal, ob wir sterben. Passiert nichts. Ha. Easy. Ah ja, nicht brauchbarer Trank. Es gibt nämlich Übelkeit, Vergiftung und Ausdörrung. Diese Ansagen zwischendurch sind echt total nervig, oder? Ja. So langsam schon. Aber zumindest war es jetzt mal eine neue und nicht mal die gleiche. So, wen haben wir denn hier? Leiter des Sicherheitsbüros. Verdummt. Pur. Aha. Okay. Na gut, ne? Forschungsblock 3. Irgendein Kosto. Ah ja. Der stand wohl sehr auf Wasser. Ja gut. Einfach mal. Hey, Hilfe, ey. So, wo geht's hier? Nirgendwo mehr hin. Okay, dann,
Ja. Hier geht's noch rein. Was gibt's hier? Geschlossen. Das sehe ich aber nicht so. Oh, steht auch was drin, ne? Nö. Okay. Bienenausgabe. Zeit- und Raumreise. Oh. Das wäre natürlich schön. Frequenz, Ziel 1956. Machen wir mal. Hat es geklappt? Kein Plan. Ich denke mal nicht. Mein Gott. 1956 oder sind wir schon 1956? I don't know. Okay, dann geht es hier einmal. Snow Musikgenerator betreten auf eigene Gefahr. Undertale Ruins. Ah ja. Während das Lied spielt, AI sagt man auf 0 setzen. AI sagen, unter was ist das denn? Stimme? Ich denke mal unter Stimme. Ah, Tatsache. Wunderschön, sagen wir mal. AI-Hauptcomputer, oh moin. Ich höre, oh. Ja. Ordentlich Störgeräusch hier. Oh, geil, mit Structure-Blöcken gemacht wahrscheinlich. Propeller als Lüftung, geil. AI, Türschleuse. Hier, AI-Ansagen an, aus. Ah, okay, jetzt können wir auch wieder anmachen. Energiekern überladen. Kann zur Explosion führen. Unbedingt am Ende der Map machen. Ja, mach mal. Erinnerung für vergessliche Leute. E-Kern überladen, nicht vergessen. Ah ja. Wird das jetzt die ganze Zeit angezeigt? Ich hoffe mal nicht. Ah, wir haben wieder Lüftung. Ansagen. Ja, lassen wir mal an, ne? Okay, unbedingt am Ende machen. Wann schließt sich diese Tür? Tür schließt sich, wenn das aktiv ist, wenn das da Strom bekommt. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegen wir mal kurz zurück, denn wir wollten ja auch noch hinten das gute Stück umändern. Ich hoffe mal, das führt hier nicht zur Explosion. Entladen? Bringt das was? Ich weiß ja nicht. Hat das jetzt was gebracht? Ui, schick. Ich habe jetzt auf Entladen gepackt, aber es passiert nichts. Oh, doch, die Lichter gehen aus. Gibt es auch irgendwelche Ansagen oder so, dass das irgendwie ausgeht? Und haben wir jetzt schon alles? Ich weiß es nicht. Es sieht aber so aus, als wenn wir alles haben. Würde ich sagen, wir fahren einfach wieder hoch.
Wobei, das beschleunigen wir einfach mal kurz. Wir sind nämlich schon bei fast genau 30 Minuten. So, haben wir. Ah ja. Snow schaltet sich anscheinend hier gerade aus. Ah ja, anscheinend werde ich per Befehl hochteleportiert. Stimmt, die Rakete wollten wir noch. Oh, okay. Lassen wir den Energiekern noch mal wieder starten, oder? Ne, sorry, ich mach den mal wieder an. Machen Sie mal wieder hoch. So, dann fliegen wir jetzt mal mit der Rakete. Keine Ahnung, wohin. Wie mache ich die Tür? Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Mal rein, die gute Stube. Ja, ist zu. Dies geht an alle Familien. Morgen ist in Snowlabs Familientag. Hatten wir Energiekern schon. um plus eine Stufe aufgeladen. Ne, da hat wohl jemand einen Fehler gemacht. Ah, Der deswegen war das Mitarbeiter, Feuer der behauptet hat, andersrum. es gebe einen Familientag, wird sofort entlassen. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. So, was haben wir hier? Bereit, Start. Ui, zurück. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Ui, Gerichtsvorladung hier rein. Perfekt. Warte. Wait, that's illegal. That's illegal. Wasser im Nether? Wie? Das ist doch. Es ist doch un unmöglich. Wasser im Nether? No way. Könnte doch keiner erzählen. Ja, seht ihr? Oder kann ich das per Z-Block-Befehl machen? Ah, okay. Ich dachte schon, hä? Snow Außenstelle. Okay, zurück. Wow. Geil. Nice. Oh Energiekern um Gott. plus eine Ja. Stufe aufgeladen. Das macht einen ja verrückt. Hat man die. Sollte die Rakete nicht eigentlich, so wie ich es im Video gesehen habe? Nee, oh, okay. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Ja gut, ich glaube, wir haben alles gesehen, denke ich mal. Fliegt nochmal so grob hier durch. Wohin geht's denn da? Energiekern um plus eine Stufe Achso, aufgeladen. warte mal. Dash time sets day. Wer hat es noch in die Tag? Ah ja. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Aber schön sieht das aus. Wunderbar. Wunderschön. Energiekern um plus eine Stufe aufgeladen. Achso, ja. Oh, ich sollte vielleicht auch. Na. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch das große Finale. Energiekern vollständig aufgeladen. Ah, Alle wunderbar. Geräte funktionieren einwandfrei. Wunderbar. Denn ich glaube, wir haben alles gezeigt. Zeitsprung. 1956. Dies geht an alle Mitarbeiter. Da sich einige Personen über die Arbeitszeiten beschwert haben, wurden. Nein, warum habe ich denn Escape gedrückt? Na egal. Oh, das ist der Zeitsprung zu 1906 Dings da. Die Rakete ist noch ganz unversehrt. Ja, wunderbar. 1956, okay. Der Start ist weg. Nee, ich möchte aber nochmal starten. Schade. Ja, wir
Anscheinend ist 1956 das Ding hier komplett zerstört. Oh, hier war ich noch nicht. Antigruselige Geräuschenergiefeld. Okay. Ansagen machen. Oh, wie wären wir denn hier hingekommen? Herzlich willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Oh ja. Nee, das haben wir gerade nicht im Sortiment. Okay. Ihr sollt es einmal Fritten zugeben. Mayo oder Ketchup. Okay, gut. Dann stellen Sie sich bitte da hinten hin und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Ah ja. Okay. Ja, da würde ich sagen, ich glaube, wir haben alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Und an dich, Snowman, vielen Dank, dass ich diese Map vorstellen durfte. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, macht's gut und ciao, Leute.